Gerade in den letzten Jahren wurde uns als Verbraucher und auch Käufer immer mehr Verantwortung übertragen. Nicht nur, dass wir unsere Käufe oder Erlebnisse online bewerten können, sondern dass wir auch gerade dadurch die Entscheidung und auch Erwartungshaltung anderer beeinflussen können. Ja, ob diese Bewertungsmentalität nur Vorteile mit sich bringt, das wollen wir heute diskutieren. Wir sind übrigens Anja und Ilan, freuen uns sehr, dass ihr eingeschaltet habt. Wir bauen uns ja nach wie vor ein Tiny House und im Laufe unseres Tiny House Baus ist uns aufgefallen, gerade bei der Produktbestellung, auch online, wie sehr wir doch als Orientierung abhängig sind von gewissen Bewertungen anderer. Gerade wenn man sich nicht auskennt. Gerade wenn man sich mit dem Produkt nicht auskennt. Das Ganze passiert auch, wenn wir auf der Suche sind nach dem passenden Restaurant oder Hotel oder Videos für Rezepte. Oder Wein. Oder dem Wein, welchen wir natürlich nicht öffnen können. Da sind wir natürlich auch gerade da, sind wir ja abhängig von den Meinungen anderer Leute oder wo wir zumindest auch mal ein Gefühl dafür bekommen, könnte mir der Wein schmecken oder nicht. Genau, deshalb möchten wir anhand von 3 verschiedenen Beispielen nicht nur die Vorteile aufzeigen, die diese Bewertungen mit sich bringen, sondern auch ein paar Nachteile ansprechen, die uns direkt in den Sinn kamen. Und wir freuen uns natürlich jetzt schon, wenn ihr auch nach dem Video in den Kommentaren schreibt, wie eure Meinung und Erfahrungen dazu sind. Wenn euch das Thema grundsätzlich gefällt, abonniert gerne den Kanal und aktiviert das Glöckchen, damit ihr auch die kommenden Videos nicht verpasst. Wir haben uns als erstes Thema das Online-Shopping rausgesucht. Wir haben erstmal zusammengetragen, in welcher Form man auf diesen Online-Plattformen überhaupt bewerten kann. Ja, also man vergibt ja bis zu 5 Sterne, so ist es meistens, jedenfalls in dem Online-Store, der mit A anfängt. Und das heißt, da kann man natürlich Preis-Leistung bewerten, als auch die Geräuschkulisse, wenn es ein Föhn ist oder das Gebläse und wie gut heizt er und Materialverarbeitung. Die Materialverarbeitung. Also ich finde das schon gut, dass das aufgeteilt ist in verschiedenen Unterkategorien. Ein weiterer Vorteil, wenn ich mir die Rezension auch durchlese, das finde ich sehr wichtig, ist natürlich, ich gehe dann immer gleich auf einen Stern, also Rezensenten, die nur einen Stern vergeben haben. Und da lese ich dann, ist kaputt gegangen oder Lieferung war nicht pünktlich und oder ist billig, haben aber nur 9,99 € bezahlt für den Föhn. Da sage ich, na klar, ist das billig, was hast du erwartet? Und dann, also du kannst dann die Bewertung relativieren. Ich kann die relativieren, für mich. Und dann entscheide ich mich entweder für das Produkt, welches meinen Erwartungen, ich sag mal, übertreffen könnte, wenn es hier ankommt und es vielleicht doch mehr wert ist als nur die 9,99 €. Oder ich zahle eben doch 50 oder 60 € und bekomme das Produkt, welches ich erwarte oder eben auch nicht. Was findest du denn dann kritisch an diesen Bewertungen, wenn wir vom Online-Shop sprechen? Was ich manchmal als kritisch sehe, ist, dass man schlecht wieder rauskommt. Wenn man einmal nur 3,5 Sterne hat, dann würde ich das Produkt gar nicht erst öffnen. Weil ich sehe da 3 weitere Produkte, die es über 4 Sterne schaffen, von über 1000 Bewertungen. Jetzt mal ehrlich, ist natürlich dann auch schwer mit dem anderen Produkt oder dass das andere Produkt mit diesem Produkt mithält. Also ob es jetzt aufgrund von Eigenverschulden ist, das sei immer dahingestellt. Aber die Chance, ein Produkt kennenzulernen, wird einem dadurch auch gewissermaßen verwehrt. Gerade bei Startups, ne? Also das finde ich auch, bei dem Positiven bin ich auch ganz bei dir. Bei dem Negativen tatsächlich sind eben die Riesen, die großen Hersteller, die vielleicht auch im Einzelhandel vertreten sind, die haben auch ein ganz anderes Budget, welches sie für Marketing ausgeben können. Und wir kennen das selbst, wenn wir mal ein Produkt kaufen, dann sind natürlich alle Firmen, ob klein oder groß, hinterher, um eben auch eine Online-Bewertung zu bekommen und winken dann eigentlich mit einem neuen Gutschein oder mit einem anderen Produkt, welches man kostenlos dazu bekommt. Also die Strategien sind da ja ganz kreativ geworden und nach wie vor glaube ich einfach, dass es durch dieses Bewertungssystem ganz kleinen Firmen echt schwer gemacht wird. Von daher finde ich persönlich auch immer andere Locations wie Messen oder so super, die einfach auch kleineren Firmen die Möglichkeit geben, sich zu präsentieren. Weil die großen Fische immer unter den Top 10 sind. Das ist halt so. Nächstes Thema. Wie ist es eigentlich bei Hotels, Restaurants, Bars? Also mit der Hotelsuche hatten wir jetzt ja lange nichts mehr zu tun, aber auch da gehen wir ganz oft in Vergleichsportale. Also wenn wir mal verreisen oder in anderen Städten oder Ländern unterwegs gewesen sind, haben wir immer geschaut, gerade weil man sich nicht auskennt und man denkt, naja, wenigstens habe ich eine gute Unterkunft, da bin ich mir sicher, die hat eine gute Bewertung, das Essen scheint dort gut zu sein oder die haben beim Frühstück eine vegane Alternative oder so, auf sowas achten wir auch. Ja, aber mal abgesehen davon, gerade wo wir beim Essen sind, bei der Restaurantsuche,
schauen wir eigentlich immer, wo wir hingehen können. Was ist denn für dich dann positiv daran? Was für mich daran positiv ist, dass man gerade, wenn man spezielle Vorstellungen hat, welche Art von Küche man bevorzugt oder welche Ernährungsweise, es zumindest diverse Blogs oder auch Vergleichsportale gibt, die zumindest die Möglichkeiten erstmal aufzeigen. Also sie sparen mir erstmal Zeit in der Recherche und geben mir ein gutes Gefühl, dass ich in diesem Restaurant das finde, wonach ich suche. Das finde ich erstmal sehr, sehr gut. Mhm. Und auch hier gucken wir immer in die Rezension, weil natürlich gerade das Preis-Leistungs-Verhältnis einen großen Einfluss auch auf die Bewertung nehmen kann. Es ist natürlich also die Frage, wie viel will ich dafür ausgeben, was erwarte ich, was möchte ich dafür haben. Wir zwei ertappen uns auch immer wieder, das macht uns persönlich auch viel Spaß, immer auch den Restaurant-Tester zu spielen, wenn wir denn dort essen waren. Das machen wir immer. Also selbst auch unsere Kriterien nochmal abzustecken, einfach weil die Kulinarik für uns einfach, unser Leben ist, da könnten wir den ganzen Tag drüber quatschen. Aber wir bewerten auch nicht offiziell. Wir machen das quasi intern für uns. Genau. Ja. Oder wenn uns, und das muss man auch sagen, wenn uns was nicht passt oder irgendwas zu salzig oder zu süß war, einfach nicht gut geschmeckt hat, dann sagen wir das auch. Da muss man es sagen. Was wäre denn dein Kritikpunkt an den Online-Bewertungen bzw. Bewertungen hinsichtlich Hotels und Bars, Restaurants? Ich finde es schwierig, dass gerade neue Restaurants, die aufgemacht haben oder neue Hotels, einfach noch nicht die Summe an Rezensionen haben können, wie das eben etablierte Locations haben, die schon seit Jahren dort positioniert sind, die dort ihr Hotel, Restaurant oder ihre Bar haben. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass ich eher in eine Location gehe, wo viele Rezensionen sind, vielleicht über 1000 mit 4,5 Sternen und wenn nicht sogar 5 Sternen, dass die natürlich eine viel höhere Chance haben, dass auch Leute oder Touristen in diese Location gehen oder dort eben im Hotel übernachten. Aber dann haben sie sich die vielleicht auch verdient. Ist es auch wichtig, jedem Menschen nochmal eine zweite Chance zu geben? Gerade so einem Laden, wenn es einmal nicht geschmeckt hat, dann ist der Betreiber, der möchte, dass es funktioniert, der Letzte, der sagt, dann kommt doch nicht mehr. Mhm. Also wenn das so ist, ist ihm sowieso nicht mehr zu helfen, ihm oder ihr. Aber im Grunde verwehrt man dem Betreiber die Chance, es wieder gut zu machen. Letzter Punkt oder letztes Thema eigentlich. Und das war auch das Thema, wo wir am längsten drüber gesprochen haben, weil es hier um die Bewertung von Personen geht. Es geht um die Personen gerade in den sozialen Netzwerken, auf YouTube, auf Facebook, Instagram. Dadurch, dass wir eben auch YouTuber sind, konnten wir uns damit auch gut connecten oder uns auch vorstellen, wie sich Leute fühlen, die vielleicht gerade einen Shitstorm hinter sich haben, die vielleicht ihren Kanal auch geschlossen haben. Weil wenn einmal diese Negativwelle kommt, dann wirst du die auch schwer los. Also in den sozialen Netzwerken haben wir eigentlich nur Likes, Herzchen oder einen Daumen nach unten oder schlicht und ergreifend ein Abonnement. Oder ein Kommentar. Oder ein Kommentar. Ich finde das schon mal ganz gut, dass man da keine Sternebewertung hat. Ja, wie fand ich jetzt das Video? Ja, 2,5 Sterne, 3 Sterne. Wenn es einem nicht gefällt, dann gibt man halt keinen Daumen nach oben. Oder wenn es einem überhaupt nicht gefällt, dann gibt es halt einen Daumen nach unten. Dann ist das so. Das gehört durchaus dazu und ich kann damit auch eigentlich, oder wir können mittlerweile damit auch ganz gut umgehen. Und was findest du daran gut? Ich finde daran gut, dass es auch anregt zur Kommunikation, zum Austausch, dass wenn man beispielsweise ein Video kommentiert, dass ein anderer das auch kommentieren kann und dass man merkt, wie bunt wir doch alle zusammenkommen und wie bunt das hier alles gemischt ist auf dieser Welt. Was ich aber besonders schön finde, ist, dass man, und da ist wieder der Vergleich zum Fernsehen, und so kenne ich das damals, jedenfalls vor 20, 25 Jahren, da war es undenkbar, dass der Moderator der Show gesagt bekommt von seinen Zuschauern, mach doch mal das und das oder vielleicht lädst du mal den und den ein oder ich fände auch interessant oder einfach Anregungen von den Zuschauern zu bekommen und diesen Austausch, der dann stattfindet mit den Kanalbetreibern, das hat man ja im Fernsehen eigentlich nicht. Und was findest du negativ an den Kommentaren oder an den Bewertungsmöglichkeiten, die du in den sozialen Netzwerken hast? Was ich negativ finde, ist, dass auch da wieder das Thema Verantwortung mit einspielt. Wir erwarten etwas, weil wir es selbst erfüllen vielleicht und die andere Person nicht in dem Moment. Und das sehe ich immer als sehr kritisch, wenn man dann persönlich Menschen attackiert, weil sie einem nicht, weil sie vielleicht meinem Menschenbild nicht entsprechen oder meine Meinung nicht vertreten, dass man dann auf Attacke geht, anstatt zu kommunizieren. Und das ist eine Verantwortung, finde ich, der manche Menschen nicht gewachsen sind. Also, drehen wir den Spieß doch einfach mal um. Sagen wir doch mal,
die Kunden werden bewertet und demnach auch nicht mehr in das Restaurant eingeladen, wenn sie eine Bewertung unter 4 Sterne haben, weil sie sich gerne beschweren oder weil, ne, wer weiß was. Ne? Nee, den Kunden will ich nicht, der hat nur eine 4-Sterne-Bewertung. Wir haben da auch mal eine kurze Doku zugesehen, da waren wir total schockiert und dachten, kann das die Zukunft sein? Aber wenn man betrachtet, wo waren wir früher, wo sind wir heute, wo kann das auch hingehen, dann kann diese Bewertung von Personen und somit die Auswirkungen, wer kann welche Wohnung kaufen, wer kann welche Wohnung bewohnen, in welchem Viertel und so weiter, wie passt man in dieses Ranking, das ist erschreckend. Mhm. Und wir wollen jetzt nicht über Science Fiction sprechen, aber dass wir einfach eine große Verantwortung haben und wir die Verantwortung bewusst nutzen sollten. Wir haben alle unsere Wahrnehmung, wir schauen alle aus unserer Brille, aus unserer Perspektive und die Frage ist, was mache ich mit dieser Erkenntnis? Fälle ich gleich ein Urteil oder nehme ich das erstmal an und beobachte weiter? Will ich da nur Dampf ablassen oder kann ich diese Erkenntnis auch für mich behalten oder mich mit einer anderen privaten Person darüber austauschen oder eine private E-Mail direkt an die Verfasser des Videos oder was auch immer? Das geht ja auch für ein Produkt oder alles, wie gesagt, für ein Restaurant oder eine Hotelbewertung. Die Suppe, die zu salzig war. Egal, was man da bewertet. Hinterlasst uns gerne in den Kommentaren auch, wie eure Gedanken zu diesem Thema sind. Wir freuen uns immer über den Austausch und über die Kommunikation. Ja. Und sehen uns dann ansonsten in einer Woche wieder. Tschüss. Ciao.